Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW. Ich habe euch ja im letzten Part erzählt, dass ich in der Türkei Urlaub machen will, beziehungsweise jetzt zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Ja. Sound ist derzeit deaktiviert, ja. Sound aktivieren. Geil. Warum ist meine Grafik? Achso, ich hatte es ja runtergesetzt, aber auf 10 ist ja die höchste. Wusste ich? Ja. Genau. Ich hatte Urlaub gemacht in der Türkei und ich muss sagen, es war super geil. War super krass. Wunderschön. Ich war in Antalya, beziehungsweise in Side, was eine Touristenecke ist, wo überall Touristen sind, und das ist halt so. Das wird auch so bleiben. Es ist halt alles für Touristen gemacht. Und also perfekt für mich. Ich war der Deutscheste der Deutschen da. Das klingt sehr falsch. Was ich damit sagen wollte war, ich war sehr, sehr blass. Ich bin ein sehr, sehr blasser Mensch. Wahrscheinlich, weil ich auch nie rausgehe. Das ist halt so die elegante Monitorbräune, die ich halt habe. Alle Leute am Strand haben sich zu mir umgedreht. Alle Menschen haben sich zu mir umgeguckt. Und die Leute haben mich gefragt, ob ich wirklich so blass bin oder ob das nur Sonnencreme ist. So schlimm ist das, Leute. So ist es, ein Malöchen zu sein. Ja. Schön da. Ist aber eine wirklich schöne Stadt, beziehungsweise ist halt sehr touristisch. Außerhalb der Stadt, beziehungsweise in der Stadt halt, wollen die alle Leute was verkaufen. Alle, die es da gibt. Jeder einzelne Mensch will dir was verkaufen. Aber die ganzen Hotels sind einfach riesig. Das sind einfach so pompös, die sind einfach so gigantisch groß. Du guckst einfach nach oben und überall sind Hotels und die gehen wirklich, das sind so 30 Meter. Vielleicht wirklich so 15 Meter in die Luft gehen die, und das ist halt einfach unglaublich krass. Überall Hotels, alles ist mit Licht angestrahlt, wenn du da nachts lang gehst oder abends. Und unser Hotel, das Royal Dragon Hotel, war immer noch das, das, was am wenigsten pompös war, würde ich sagen. Alle anderen waren riesig. Ich habe ein bisschen Husten bekommen. Klimaanlage. Ich hatte vorher schon Husten, jetzt habe ich wieder Husten. Sehr gut. Zyklopische dämonische Kraken, nicht schlecht. Wie schon gesagt, sehr, sehr pompös alles. Unser Hotel war noch das Schlichteste, was nicht besonders bedeutet, dass es gerade schlecht war. Ich fand gerade die Schlichtheit hat es schön gemacht. Es war sehr asiatisch angehaucht, was mir auch sehr gut gefällt. Ich mag ja diese asiatische Mythologie. Und es hat mir sehr gut gefallen. Überall Lotusblätter, überall zwar Palmen und so, aber auch sehr drachenlastig, weil ja auch Wild Dragon. Alle super freundlich. Ich habe da keinen unfreundlichen Menschen getroffen im ganzen. Natürlich arbeiten sie da und wollen immer Trinkgeld haben, was ja auch klar ist. Aber keinen unfreundlichen Menschen, keinen unfreundlichen Kellner. Die haben sich alle total bedankt. Und die Unfreundlichen waren eher die Gäste. Ich war der Einzige, also, ich weiß nicht, ich und meine Schwester bedanken uns immer, weil niemand nett zu uns ist. Ich bin immer nett zu Menschen und ich habe noch nie irgendwas Gegenteiliges erhalten dafür. Wenn jemand unfreundlich zu mir ist, bin ich auch unfreundlich zu dem. So ist das. Und fühlt euch nicht allzu schuldig. Eigentlich hat sie ihnen auch nicht gehört. Ich sag immer Danke zu den Kellnern und dergleichen. Die waren immer super nett. Die haben sich immer total gefreut, wenn man zu ihnen Danke gesagt hat, weil kein anderer Mensch zu denen jemals irgendwas Nettes gesagt hat. Die ganzen Touristen da sind alles fast Arschlöcher. Die sind voll, als wäre das voll natürlich, dass du halt in so einem Hotel bist. Du hast natürlich dafür bezahlt. Dein vieles Geld. Das ist teuer. Aber trotzdem ist es nicht natürlich, dass die so unglaublich freundlich sind. Finde ich. Natürlich auch, wenn man, das ist auch so ein bisschen die Attitüde, du arbeitest die ganze Zeit, machst einen Job, der dir nicht gefällt, und das, was dir im Leben, du wirklich, du wartest auf deinen Urlaub. Und ich finde nicht unbedingt, dass das das Leben ist, das ich führen würde wollen. Ich mag meinen Job, den ich mache, und ich glaube nicht, dass es so geil wäre, wenn man die ganze Zeit darauf warten würde.
Einfach nur auf seinen Urlaub. Bisschen schade, oder? Hat jedenfalls Spaß gemacht, war ein toller Urlaub. Im Jahresspecial, das hundertprozentig noch kommen wird am Ende des Jahres, da werde ich ein bisschen mehr von dem Urlaub erzählen. Es war jedenfalls geil. Wir waren eigentlich fast nur schwimmen und essen und liegen und schwimmen und essen und liegen. Total viel Essen gab es da. Und, sagen wir es mal so, ich habe 3 Kilo zugenommen. 2,5 Kilo. Sehr geil. Endlich wiege ich 64,3. Geil. Das Problem, wenn man nicht zunimmt. Wir haben wirklich gefressen. Wir haben so viel gegessen da. Und erst dann nehme ich zu. Furchtbar. Sehr viel Fleisch natürlich auch. Ja, war schön. Hat echt Spaß gemacht. Es gab auch einen Händler, der hat Nüsse verkauft und der hatte die besten Nusssprüche der Welt. Der hat zum Beispiel gesagt, willst du dich mit Klitschko messen, musst du Mehmets Nüsse essen. Solche Sachen hat er immer gesagt. Ich kann zwar nur noch diesen Spruch, aber die ganzen Sprüche waren super. Total geile Sprüche hatte der drauf. War super witzig. Sehr geil. In die schimmernden Weiten. Umkämpftes Territorium, die lichtlosen Weiten. Und schon wieder mounten wir ab. Kannst du nur Unterwäsche benutzen? Ne. Passiert hier immer. Und ich habe schon wieder 1000 Leute gehört, die... Beziehungsweise ich gucke mal andere Videos über einen Sof und jetzt ein Südsee-Add-on, was bald rauskommen soll, weil auch Jaina, das Covergirl der neuen BlizzCon ist und dergleichen, spitzen sich die Sachen auf Kulturas und dergleichen zu. Und die Sache ist... Braucht ihr etwas? Die Leute beschweren sich immer noch, kein Südsee-Add-on. Ich hasse die Südsee. Ich hasse Unterwasser-Add-ons. Bitte kein Unterwasser-Add-on. Und ich denke mir einfach, ich verstehe es nicht. Leute, das ist nicht schwer, unter Wasser zu sein. Ich hatte keine Probleme hier, oder? Hatte ich hier irgendwelche Probleme? Nein. Also komm klar. Bitte. Man sieht sich. Kann ich euch... Wie viele habt ihr? Ach, die sind furchtbar hässlich, aber sie sehen eigentlich ganz harmlos aus. Stinken nur ganz schön. Lasst mich nur eine Glibberrüberrüstung entfernen und ich habe eine Idee. Hey, mach ruhig, ich habe eine tolle Idee für eine Verteidigung. Nee, für Verkleidung. Nehmt einen dieser gnadenlosen Wassersauch-Schimmer und setzt ihn euch auf den Kopf. Ich kann schon schief gehen, seid darauf heute aufzusetzen. Das war nicht furchtbar, bei den Göttern. Es ist nicht tot. Lauf! Ihr werdet nicht überleben. Hexer Sepp, sagt mal, seid ihr betrunken oder was? Habt ihr überhaupt eine Ahnung? Beide, lasst mich jetzt nicht im Stich. Ihr Dummkopf, hört sofort auf, so herumzurennen. Stellt euch dem Gegner. Eure Welt bricht vor euren Augen in Augen zusammen. Das ist alles eure Schuld. Ich hätte doch... Euer einfältiger Reif begreift nicht, was vor sich geht. Schlagt endlich jemand dieses Ding von Marikos Kopf. Hilfe! Bam! Welch Freude, euch zu sehen! Was ist passiert? Das Ding ist wohl nicht ganz tot. Vielleicht soll ich einfach nur mechanischen Dingen bleiben. Ihr habt uns auf Illusion bekommen, wie ihr uns alle tötet. Das klingt nicht gut. Nun, dieser Körper im Ring Urundak Steinbrecher will jedenfalls ein Exemplar haben. Ich kümmere mich darum, dass sie bekommen. Keinenfalls in meiner Nähe haben will ich sie. Wir müssen diese Informationen zu Captain Taylor am Kap bringen. Er befindet sich im Nordwesten mit Urundak Steinbrecher und die Mitglieder des Öden Rings. Verschwendet nicht meine Zeit. Nicht schlecht, Herr Specht, Mariko. Das wird den Schlangen zeigen, wo der Hammer hängt und hier der Boss ist. Und jetzt zu dem versprochenen Umtrunk. Lieber einen Branntwein aus Zuckerrohr oder einen guten Traubensaft. Traubensaft. Ich mag Wein ein bisschen mehr. Abtauchen nach Varshir. 130 Quests in Varshir. Saubere Arbeit. Uzapft ist der General, würde ich mal sagen. Der Leutnant schüttelt mit Kopf und grinst. Achso. Nicht wie viel Beute könnt ihr zurückfordern, Mariko? Das sollte vorerst reichen. Wir wissen ja, wo es bei Bedarf mehr gibt. 1000 Quests abgeschlossen. So, in der Höhle sind wir soweit fertig. Wir müssten jetzt zu Captain Taylor im Das Cup. Und wir sind fast Stufe 85, das heißt, es geht nach Pandaria. Aber ich will ja noch hier ein bisschen weiter questen, habe ich euch schon erzählt. Ich glaube, ich werde dieses EP...
Lösch-Ding benutzen. Man kann nämlich EP löschen, dann kriegt man nämlich keine weiteren EP und kann quasi weiter questen. Obwohl man dafür dann keine EP bekommt. Warum ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen, ist, ich möchte noch 2 Gebiete mindestens in Cataclysm machen, bevor ich weitergehe nach Pandaria. Und in Pandaria möchte ich eigentlich alles questen. Ich liebe Pandaria, auch wenn der gute Naras zum Beispiel sagt, Pandaria ist voll scheiße. Ich liebe den Jadewald, ich liebe den Teil der ewigen, hier den Kulai-Gipfel liebe ich. Ich liebe die Karasang-Wildnis, Teil der verwindenden Tonglong-Steppe, Schreckensühne, das habe ich nur einmal gemacht. Aber ich finde es einfach alles geil. Deswegen will ich das auch machen. Danach geht es nach Draenor. Und von dort aus geht es dann in die verehrten Insel. Das ist schon krass, dass man so schnell levelt in Cataclysm. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Aber ich glaube, anscheinend ist das völlig normal. Traurig eigentlich. Okay, der Admiral ist hier oben. Captain, meine ich. Grüße. Was immer den alten Gott auch befallen hat. Wir müssen es zum Stillstand bringen, bevor wir uns in die Schlacht stürzen. Ansonsten haben wir keine Chance. Unterstützt Ironhack mit aller Kraft, Mariko. Das sind verstörende Neuigkeiten. Doch ich glaube, dass unsere Freunde vom Ödenen Ring einen Plan haben. Und jetzt, da ihr hier seid. Ein Mitglied des Ödenen Rings, Wellensprecherin Valoren, ist in die Albtraumtiefen im Nordosten hinabgeschwommen. Wir haben schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Schwimmt dorthin und schaut nach, ob ihr helfen könnt, finden könnt. Unsere Freunde des Ödenen Rings hier haben uns gefragt, ob wir ihnen nicht zur Hand gehen können. Wie scheint, treiben im Brühgraben ein paar Gesichtslose ihr Unwesen und verderben die Wildtiere dort. Könnt ihr euch für mich darum kümmern? Wir glauben, dass eine gute Verwendung für die Gnadenlosen gefunden haben, die euer Freund aus der Höhle uns gebracht hat. Ich benötige jedoch eine Konservierungsmittel dafür. Unten im Brühgraben findet ihr Pilze, die genau die Eigenschaften haben, die ich brauche. Bringt mir ein paar davon und ich schaue, was ich tun kann. Geht mit der Erde. Die Elemente hören zu. Ihr müsst meinen Totem nach unten in den Brühgraben bringen. Benutzt es, um die Energien der Gesichtslosen einzufangen, wenn sie sterben. Das Totem wird sie davon abhalten, dahin zurückzukehren, wo sie herkamen. Wenn das Totem ganz gefüllt ist, bringt es zurück zu mir. Wir werden es verwenden, um ihren Anführer aus der tiefsten Tiefe hervorzulocken. Bewahrt euch einen friedfertigen Geist. Dort unten ist es. Das Kap. Verpestet mit den Dienern der alten Göttern. Die Energie. Gesichtslose. Unterwassergesichtslose. Witzige Dinger. Eigentlich eher weniger witzig. Sind ziemlich weit weg. Kann ich die eigentlich jetzt einsperren? Ach so, ich muss die dabei töten. Gut, ich dachte, ich müsste sie erst getötet haben und dann kann ich das machen. Aber so ist es auch ganz lustig. Tiefenschiffshalter. Warum heißen die denn Schiffshalter, wenn sie hier unter Wasser sind? Schluchtpirscher. Warum zum Teufel sind hier Basilisken? Unterwasserbasilisken sind auch neu, oder? Sind es nicht die Sphärenjäger aus Outland? Wie kommen die hierher? Komische Dinge. Die abgehen. Sehr komische Dinge. Verbrühender Pilz. Lecker. Sehr lecker. Schmetteraal. Aal gab es leider nicht zu essen. Ich mag Aal eigentlich sehr gerne. Schmeckt sehr gut. Bloß ein bisschen fettig. Das ist immer das Problem. Fettigen Sachen. Hey, das Ding ist weg. Ich glaube, es hat sich unsichtbar gemacht. Exakt. Schattenpirscher. Verbrühender Pilz. Ich finde gar nicht mehr so viele Gesichtslose gerade. Was ist da los?
mag die Schreckenspirscher eigentlich ganz gerne. Auch wenn ich ihn nicht so oft benutze. Ich mache eher Wichtelexplosion. Und da sind die Gegner auch schon tot. Aber dennoch. Mal gucken, was ich meine Talente. Ab Level 90 kriege ich einen neuen Zauber. Ah, nur ab Level 90 kriege ich einen neuen Zauber, okay. Ich dachte, mit 85 kriege ich vielleicht noch irgendwas Spannendes, aber... Nö. Verderbte Wildtiere. Ich glaube, die Wildtiere werden verderbt von den Gesichtslosen. Is that a thing? Mein Stab schlage ich einfach zu. So muss das. Sehr pilzig hier. Die Energien, die die Gesichtslosen absondern, beißt, aber ist so stark. Sie verderbt meinen Geist. Aber ich muss sie haben. Was ist denn hinten los? Das sieht gar nicht gut aus. Wichtelexplosion. Tiefen Schreckenstentakel. Nett. Da unten ist der letzte Gesichtslose, den wir töten müssen. Greife dir jetzt die ganze Zeit mein Totem an, echt jetzt? Du doofes Totem! Okay, er hat mein Totem angegriffen. Bin ich gar nicht mal so unklug. Was ist denn das da? Die Wellensprecherin. Die werden wir versuchen, wahrscheinlich den guten Wal zu retten, schätze ich mal. Und die tote Schnecke, die vor uns liegt. Seid gegrüßt. Das soll mir reichen. Hier ist euer Anteil, wie versprochen. Aber werdet nicht selbstgefällig, Mariko. Der schwere Teil kommt erst noch. Das Licht segne euch. Mögen euch die Winde reichen. Ich habe gehört, dass ihr ein unangenehmes Erlebnis hattet, als ihr euch einen der Dämonen auf den Kopf gesetzt hat. Ich kann euch jedoch versichern, dass sie jetzt alle Mauser tot sind. Ich werde die Pilze als Reagenzen nutzen, um die Kadaver einzubalsamieren. Wir haben gleich einen für euch vorbereitet. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Ja, Mensch. Könnt ihr spüren, wie sie mit aller Macht versuchen auszubrechen und uns zu vernichten? Das ist gut. Sie sind der perfekte Köder für einen Anführer. Und er wird kommen. Ich erfülle nun euch nun mit den Energien des verderbten Gesichtslosen. Schwimmt hinunter zu meinem Ködertotem im Graben im Nordosten. Nutzt das Totem, um die Energien zu entfesseln. Bringt mir das Gehirn ihres Anführers. Ruft Iktis, den Unergründlichen, und er wird kommen. Besorgt euch das Gehirn des Unergründlichen. Findet eure Mitte. Okay. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Vielleicht soll ich lieber einen Seelenstein benutzen. Well, that's awkward. What is... Oh. Heftiger. Wer wagt es, mich zu... Ihr amüsiert mich, Schwächling Mariko. Ich werde euch hier einen Gefallen tun. Nun lasst zu meinem Herrn zurückkehren. Dort drunten. Ey, da bin ich. Und wir haben das Gehirn. Die Frage ist es bei den Gesichtslosen eigentlich genauso?
Wie bei den Dämonen, dass man sie nicht töten kann, solange man sie nicht in der Leere tötet? Das ist eigentlich eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ja? Habt ihr es, Mariko? Mit dem Gehirn des Unergründlichen können wir vielleicht doch mit Elgorek, dem sterbenden Ahn von uns, kommunizieren. Und nun schauen wir mal, ob wir euch in Elgorek versetzen könnt, damit ihr mit ihm sprechen könnt, bevor er stirbt. Okay. Stufe 85. Weisheit der vier Winde. Tempel der Jadeschlange. Die Brauerei Stürmbräu. Pechschwingenabstieg. Weisheit der vier Winde. Schon wieder. Was ist denn die Weisheit der vier Winde? Gestattet euch, in Pandaria fliegende Reittiere zu benutzen. Wir haben fast 7000 Gold. Seid gegrüßt. Elgorek ist der Ahn, der auf der Klippe gegenüber von uns ruht. Er wird kontrolliert. Etwas Riesiges unter uns verschlingt seine Lebensenergie. Unter Elgorek gibt es eine Höhle, die als Muscheltiefe bekannt ist. In dieser Höhle befinden sich drei mächtige Ogermagier, die ein Ritual abhalten, das das Ding aus der Tiefe mit den Ahnen verbindet. Ihr müsst die drei töten, um die Verbindung zu Elgorek zu unterbrechen. Lasst die Finsternis nicht triumphieren. Braucht ihr Hilfe? Die Ogermagier in der Muscheltiefe haben sich selbst ein paar Beschützer beschworen. Fleischling-Scheusale aus der Netherwelt. Wir können nicht riskieren, dass sie diese Entartung später gegen unsere Streitmächte einsetzen. Wenn ihr schon da drin seid, zerstört so viele von den Dingern, wie ihr könnt. Okay. Aber wir sehen uns erst in einem nächsten Part. Bis dann.